So, nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Heute machen wir ein super geiles Auto, was mir persönlich auch sehr geil gefällt. Und zwar machen wir heute den Porsche GT3 RS mit OPF schon, 520 PS. Ich bin gespannt, wie das Ding sich anhört. Ja, wir werden verbauen komplette Akrapovic Abgasanlage mit 200 Zeller Rennkratz und natürlich auch die Krümmer von Akrapovic. Dann bekommt er noch die Software, weil wir müssen ja die OPF ausbedaten, dass er da keine Fehler bringt. Und dann schauen wir mal, was er dann drückt, oder Patrick? So machen wir das. Bin ich gespannt. Ich auch, ich freue mich schon. Am besten ist der Paul, weil ich muss jetzt noch ein bisschen was arbeiten, bevor wir loslegen. Der Paul macht jetzt mal kurz eine Dezibelmessung in Serie alles, pipapo. Und dann gucken wir mal, wie das Ding funktioniert. So Leute, wir haben hier ein GT3 RS für euch. Und der kriegt heute einen Akrapovic verbaut und das Fahrzeug befindet sich im Moment in einem Serienzustand und wir messen jetzt die Lautstärke mit dem Serienauspuff. So Leute, das Fahrzeug befindet sich jetzt in der Werkstatt und wir verbauen jetzt eine Akrapovic Abgasanlage für euch. Wir sind jetzt fast fertig mit der Abgasanlage. Der Christian hat hier alles gegeben, mein alter Meister. Jetzt sage ich Christian, Zbyszek, sorry, da heißt das Zbyszek. Und wie ihr seht, ist halt Akrapovic, Akrapovic, ne? Ich sag ja, von der Passgenauigkeit haben wir noch nie Schwierigkeiten gehabt bei den Dingern, von der Qualität her ist einfach so, ist es das Beste, was es gibt, ja? Und was halt wirklich geil ist, schaut euch mal das originale Ding an, ja? Originale Krümmer, Cut und so ein riesiger, hässlicher OPF, ja. Der ist halt jetzt komplett weg. Ihr seht die Schläuche, Unterdruckschläuche, Druckschläuche brauchen wir alles nicht mehr, ja, weil das tue ich in der Software nachher alles ausmachen. Wir haben jetzt richtig geile Krümmer, 200 Zeller Rennkarts, Klappensteuerung und dann geht er los. Bin mal gespannt. Community-Fragen. Ja, also, Paul, leg mal los. Der Robert schreibt, wenn ich beim GT3 RS die AGA tausche, verliere ich dann die Approved-Garantie?
Das ist eine gute Frage, aber das brauchst du nicht fragen, weil prinzipiell ist bei Porsche so, egal was du machst, ja, auch wenn du andere Felgen drauf machst oder selbst, habe ich jetzt mal gehört von anderen Kunden, die haben das Fahrzeug foliert und dann haben die schon gesagt, die haben keine Garantie mehr. Also Porsche ist, was das angeht, ziemlich speziell. Ja? Deswegen, wenn jemand Abgasanlage drunter macht und zum Service geht und seinen 1000-Punkte-Check oder wie das heißt, hier macht bei Porsche und approved haben will, einfach kurz originale Anlage drunter und dann wieder umbauen. Gibt es irgendwas Vergleichbares, was den Sound betrifft? Fragt der Flo. Vom Sound? Ja. Irgendwas Vergleichbares? Vergleichbares? Ja, gut. Porsche Saugesound ist einzigartig, sage ich mal. Und ist schwierig, mit was ich das vergleiche. V10 R8 hört sich natürlich auch gut an. Lambo Huracan. Also, es gibt schon die Supersportler. So, ja. Hören sich alle ziemlich gut an. Der Yannick möchte gerne wissen, wie groß der Unterschied bezüglich Abgasgegendruck mit und ohne OPF ist. Wie groß der Unterschied? Ja. Müssen wir natürlich nachmessen, ja. Brauchen wir jetzt nicht, denn die Mühe sparen wir uns. Aber es ist Fakt, dass wenn jetzt da nur 200 Zeller Cuts drin sind, der Abgasgegendruck wesentlich weniger ist und die Hitze viel schöner raus kann da hinten aus. Ja. Und du einfach allein vom Abgasgegendruck mit den Krümmern mit Sicherheit 5 Grad Vorzündung mehr fahren kannst. Der Felix, der will gerne wissen, was ein OPF ist. Ein OPF? Ja. Also Felix, OPF bedeutet Otto Partikelfilter. Otto für den Ottomotor und Partikelfilter für die ganzen Partikel. Ja? Das ist wie beim Diesel der DPF. Beim Diesel ist ja der Dieselpartikelfilter, das heißt, er filtert ja die Partikel. Und OPF ist jetzt, glaube ich, seit wann, Paul? 2018 oder 2019 sind die eingeführt worden. Und es kommt dann zusätzlich zum Katalysator nochmal der OPF dazu. Somit ist natürlich das Fahrzeug viel, viel leiser. Ja? Großteil davon haben wir wahrscheinlich den Grünen zu verdanken. Also jetzt bitte aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, wer was gewählt hat oder wie oder was. Tempolimit ist auch so eine Frage. Ja, OPF, keine gute Erfindung, was Sound angeht. Ja, keine Emotionen mehr. Die ganzen Autos, wer die ganzen BMWs kennt, so M2 Competition mit OPF, hört sich einfach nur noch nach nichts an. Ja, ist einfach so. Der Alex fragt dich, wie lange glaubst du, wird Porsche noch den Sauger bauen? Also ich denke, dass Porsche den Sauger noch sehr lange bauen wird, auch den Turbo S-Modus sehr lange bauen wird, in Verbindung vielleicht mit Hybrid, wobei glaube ich auch nicht. Ich denke, dass Porsche die anderen Fabrikate umstellt auf Elektro, wie Macan, Cayenne, dass das vielleicht voll elektrisch kommt. Und ich tippe trotzdem, dass selbst in 2030 Porsche mit Sicherheit noch mit 20% der Fahrzeuge Verbrenner fahren wird, ja, weil die können es halt, ne? Kerle, also kommen wir zur Software vom GT3 RS OPF-Modell. Da ist keine EMD17-Steuerung, da ist schon die MG1-Steuerung drin. Wenn ihr es genau wissen wollt, die MG1 CS047. Ja. Bosch ist Bosch. Bosch ist eigentlich immer identisch aufgebaut. Wir haben hier am Anfang die Drehmoment-Kennfelder anhand vom Fahrpedal. Ja, die habe ich alle angehoben. Dann haben wir hier ein Kennfeld mit maximales Drehmoment an der Kurbelwelle, dann am Display-Ausgabe, dann heißt maximales Drehmoment und dann haben wir hier nochmal Drehmomentbegrenzungen. So, ja, was gibt es noch? Hier ist nochmal Maximum Torque at Clutch, ja, also das maximale erlaubte Drehmoment. Das wird natürlich alles mit angepasst. Hier ist auch nochmal zwei Linien, A20 lang mit maximalem Drehmoment. Was aber beim Saugen natürlich wichtiger ist, ist die Zündung, ne? Weil eigentlich holst du bei so einem Auto nur über Zündung die Leistung raus. Hier habe ich die Drehzahl gemacht, also Drehzahl im Stand. Wie ihr seht, ist die Original hier auf 4000 Umdrehungen. Ja? Ich habe sie jetzt auf 7,5 gemacht, die werde ich auch nachher machen. Und somit ist das Auto im Stand, wenn man da jemandem ein bisschen Sound zeigen will, auch natürlich viel angenehmer. Ich weiß gar nicht, was die 4000 Limitierung soll, aber naja, was willst du machen. Dann haben wir hier die ganzen Fehlertabellen, ja, die habe ich alle gemacht. Da habe ich praktisch die P420, P430 Codes, dann die OPF-Fehler, Drucksensoren-Fehler alle mit ausgemacht. Hier ist nochmal maximales Drehmoment. Das hier ist die Katalysator-OSC-Speicherfähigkeit, die habe ich natürlich auf 0 gesetzt. Dann haben wir hier einen Schalter vom Cut, Drosselklappenstellung, Lambda, das ist das Lambda-Kennfeld. Die fahren jetzt hier in Serie
unter Volllast 087,4 Lambda. Ich habe es jetzt auf 089 gemacht, weil wir brauchen ja nichts kühlen. Das sind 200 Zeller, der OPF ist weg. Von daher ist es alles viel besser. Hier haben wir Kennfeld optimales Motormoment sowie die Füllung unten drunter. Und natürlich hier ganz wichtig die OPF-Sachen, damit er ja keine Fehler bringt. Da habe ich die Drehsalzschwelle für Plausibilisierung vom OPF und hier nochmal in 8-Bit 2 OPF-Schalter vom Drucksensor, dass der praktisch außer Gefecht gesetzt ist und wir ohne opfern können. Hier ist nochmal Katalysator. Ja. Und die Zündung als Wichtigste. Ja. Das Zündwinkelkennfeld ist auch alles mit angepasst. Und das war's schon. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht machen bei so einem Sauger. Ja. Und klar, viel Leistung wird auch nicht rauskommen. Das Auto hat Serie 520 PS. Mit den Krümmern und mit dem Auspuff von Akrapovic tippe ich grob, weil ja noch die 200 Zeller Cuts drin sind, werden wir irgendwo nachher ja, zwischen 30 und 40 PS mehr holen. Ja, arg viel mehr ist da nicht drin, weil die fahren in Serie schon ziemlich hohe Zündwinkel. Ja. Bei dem Vorgängermodell hast du nur mit Software ungefähr 35 PS geholt, weil die natürlich eine ganz andere Zündung eingestellt hatten. Und in dem Fall ist das nicht so einfach, aber man wird es doch etwas mehr erkennen. So. Dann, Patrick, spielen wir das Zeug wieder rein und dann geht's los, dann fahren wir. Sauber. Bist du schon nervös? Immer. Okay, bei Porsche bin ich auch immer nervös, immer wieder aufs Neue. Ja, hört ihr das? GT3 RS, das hört sich an, innen drin wie ein Supersportwagen, weil wenn da klappert's und tut's, das ist echt brutal. Fahren wir ein bisschen warm, hä? Ja. Es gibt keinen besseren Sound als den hier. Das gibt's nicht. Geil. Ja, das Gute ist, im Stand haben wir die Drehzahl aufgemacht auf 7,5. Also begrenzt nicht mehr bei 4, sondern jetzt bei 7,5. Und dementsprechend ist er auch dann wahrscheinlich etwas lauter. Jetzt messen wir nachher nochmal kurz. Aber so ist es geil. Ja, ist halt einfach, das ist ein Fahrgefühl, wenn jemand so ein Auto noch nie gefahren ist. Rate ich das mal auszuprobieren, weil das ist einfach gigantisch. Aber ich muss sagen, trotz Abgasanlage und die 200 Zeller hört sich echt super gut an. Ja, ist nicht zu laut, wesentlich lauter wie original mit OPF, aber hört sich echt gigantisch an. Ja, gut, großer Vorteil ist natürlich auch das Gewichtersparnis. Wir haben das jetzt nicht gewogen, aber die riesen OPFs und so, ich denke schon, dass da ein Haufen Gewicht sparst mit der Akrapovic Abgasanlage. Nice. Kann man mal fahren, wa? Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Also Sound und alles, Emotionen, brutal. Aber Leistung geht so. Ist mal anderes cool. Ist halt ein Sauger. Ist okay. So, ich gehe jetzt rein, gebe mal Gummi. Standdrehzahl ist auf 7,5. Deswegen wird es jetzt etwas lauter sein wie bei 4. Der Paul misst jetzt und ich gebe Gas. Wie viel? 98. 98 Dezibel, meine Freunde. Ist doch was, oder? Reicht. Hört sich gut an. Auf geht's, weitermachen. Es ist sehr spät, wir machen Feierabend, Auto ist fertig. Kunde holt es morgen ab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja. Wir werden versuchen, jetzt wieder mal ein bisschen mehr Videos zu machen. In letzter Zeit ging es leider nicht. Wir hatten echt viel zu tun. Und es ist auch wichtig zu arbeiten und nicht nur Videos zu drehen. Von daher wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.